Ich glaube, du hast gestern gemerkt, das Programm diese Woche ist ein bisschen anders. Ich würde nicht sagen, besser oder schlechter, aber der Ahmed schreibt es diese Woche. Und darum, wenn wir diese Woche im Warm-up machen, machen wir ein 5 Minuten AMRAP Burpee Backflips. Wenn ihr das nicht könnt, macht es echt so wie ich. Das ist die Scaled-Version. Achtung! Superhero Landing! Genau. Fertig, lustig. Ich habe vergessen, was das Programm ist. Nein, stimmt nicht. Wir fangen mit einem kleinen Bay Primer, sagt man auf Englisch, was auch immer das auf Deutsch heisst. Wir gehen zuerst 30 Sekunden runter in einen Squat Hold. Hier schauen wir. Dass es nicht wirklich angenehm ist. Hier könnt ihr die Arme aufnehmen, um unterstützen. Ich könnte natürlich auch über den Kopf nehmen, um es schwieriger machen. Vielleicht. Da schaue ich, dass sicher der Hip-Kreis under the knee cap ist. He? Das ist ein Open-Standard oder so. Ich glaube, das waren 5 Sekunden. Genau das hier sollte man. Hang gesprochen, he? Habt ihr gehört? Dann steht er auf und geht into 20 Russian Baby Makers. Ich würde es nicht auf Deutsch übersetzen, weil es sehr pervers klingt. Hier, Bein gestreckt, Squat, Bein gestreckt, Squat. Glaubt ihr jetzt? Checkt, dann macht er eine Minute Pause, das Ganze macht. Durch und ich hoffe, seine Beine sind warm. Für das, was wir dann machen! Und wir machen dann nämlich ein 10 Minuten EMO oder Alternated zwischen zwei Übungen. In der ersten Übung macht ihr, wenn ihr krasse Mobility-Guru seid, macht ihr 8 bis 10 Alternating Pistols, aber Fokus und Quality. He? Ihr habt Optionen, haben vor der Zehe. Falls ihr sie nötig habt, müsst ihr nicht haben. Falls das nicht geht, weil ihr so unbeweglich seid wie ich, habt ihr 2 Alternativen. Entweder Shrimp Squats, wenn sie wirklich so heissen. True story. Oder halt einfach das da hier. Dann nehmt das Bein hinten, was sonst gleich vor ist. Weil ihr aber immer noch tun darf, abzusquatten. Und schaut, dass hinten die Zehen so gut wie es geht, nicht den Boden an, was hat, da ist immer noch. Auch die hat er so alternate, aber er hat es vergessen, obwohl er das Programm selber geschrieben hat. Falls es auch nicht geht, aus welchem Grund auch immer, macht ihr 8 bis 10 Alternating Kosaken Squats. Breit herstehen, abzusquatten. Hier könnt ihr 10 löpfen, jetzt könnt ihr hier 10 löpfen. Aber schaut, das Bein, wo ihr abzusquatten, das ist der Fuß ganz wohl ist. Das war fang die erste Minute. Dann könnt ihr auf den Rücken liegen, macht ihr 10 bis 15 V-Ups. Sogenannte Klappmesser, Bein so gesteckt, wie es geht. Zehen anlängen, als wäre es Palm to Finger to Bar. Finger to toe, toes to finger. Falls es nicht geht, habt ihr die Alternative, und zwar Tuck-Ups. Beine gestreckt halten, Päckchen machen, hängen, so weit für wie es geht. Auch das geht. Kleine Ranzen, das ist Sit-Up. 10 Minuten lang heisst es 5-mal pro Dings. Dungs, Dungs, Dings. Und dann heisst es Pause. Hey, Pause? Jetzt haben die Rechte. Das ist Rest 5 Minuten. Bro. Nur 5 Minuten. Welcome time! Was auch immer hinter mir passiert. Es ist sehr ablenkend. Sie hatten 5 Minuten Pause, hatten das Gefühl, eure Beine sind fertig, aber leider sind sie noch nicht ganz fertig. Wir machen jetzt noch 30, 20, 10. 2 Übungen. Erste Übung, Pistol Squats. Weil ihr die vorhin nicht schon gut gemacht habt. Da, hier. Hier gibt es immer noch eine Alternative, und zwar Cossack Squats, wenn die nicht gehen. Und er hat immer Bein wechseln. 30 heisst 15 pro Bein. Er hat 30, er macht 30 Burpees. Burpees is stupid, and I think you stupid for doing them. Ohne Backflip, das war nur ein Witz. Er hat 30, dann macht er noch 20, dann macht er noch 20, dann macht er noch 10 und 10. Und dann ist er fertig, und das Timecap sind ganze 10 Minuten. Bei der Russia.